Moin Leute und willkommen zu einer neuen YouTube-Doku. Wir sind heute in Kirchheim bei München und das hinter mir ist die Halle vom Hangover the Tower. Und wir dürfen euch ganz exklusiv zeigen, wie es da drin aussieht. Wir verraten euch viel über die Neuheiten 2024 und Ewald Schneider zeigt uns alles, was ihr zu dieser Halle wissen müsst. Es wird also super spannend und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, jetzt sind wir in der Halle und bei mir ist Ewald Schneider Junior. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir sind jetzt in der Halle. Kannst du uns allgemein was zur Halle sagen? Ja, natürlich. Also, grüß dich erstmal, René. Hi, ja. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ich euch mal hier im südlichen Teil von Deutschland begrüßen darf. Hier ist eh viel schöner. Das ist leider richtig. Ja, über die Halle. Die steht jetzt hier knapp seit 15 Jahren in Kirchheim bei München. Das ist unsere Werkshalle. Der Firmensitz ist in München selber. Und wir sind hier in Kirchheim bei München. Ja, die Halle ist 30 Meter breit und hat eine Länge von knapp 50 Metern. Hier werden unsere Fahrzeuge gelagert vom Hangover, von der Heidi und auch Weihnachtsmarktsachen sind hier drin. Was hier auch drin ist, sind Wohnwagen von uns, Personalwagen und sowas ist halt hier auch drin. Was wir hier auch drin haben, sind zwei Gabelstapler, die uns die Arbeiten hier dann erleichtern. Und hier arbeiten wir dann Januar, Februar, März immer drin. Wenn die Saison quasi vorbei ist, dann legen wir uns nicht auf eine faule Haut, sondern dann geht es meistens hier hin. Dann werden die Wagen erstmal ganz nah aneinander gefahren. Dass die hier, die werden erstmal abgewaschen, wenn wir dann von England kommen. Und ja, dann wird alles abgewaschen, dann wird alles so eng wie möglich geparkt, dass hier so viel wie möglich reinpasst. Weil, das kann ich euch auch sagen, es passt hier nicht alles rein. Wir haben noch eine weitere Halle. In der Nähe von Regensburg, da ist dann der Rest drin, also hier ist natürlich jetzt nicht alles drin. Wir haben hier meistens so ungefähr 12 Transporte passen hier rein. Vom Power Tower ging damals hier wirklich alles rein. Also das hat alles... Da hat die Halle noch perfekt gepasst. Ja, da ist die Werkbank quasi die komplette Werkstatt, vorne die erste Halle ist nur die Werkstatt. Und da hat mein Vater das dann so gemacht, dass vom Power Tower genau, der hatte 9 Transporte plus Wohnwagen, Mannschaftswagen, dann waren wir bei 11. Dann hat hier alles exakt reingepasst. Und jetzt mit Heidi und Hangover passt nicht mehr alles rein. Ja. Und deswegen haben wir noch eine weitere Halle. Und ja, wir sind jetzt hier voll am Arbeiten. Heute ist Samstag, heute haben wir jetzt schon Feierabend gemacht um 1. Deswegen, ja, deswegen zeige ich euch heute mal ein bisschen die Halle. Und was kann ich noch erzählen? Wir haben komplett Solarpaneels oben drauf. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Die ganze Halle wird nur durch diese Paneels betrieben, also keinerlei Stromeinspeisung. Ja, wir haben vorne was ganz, ganz Interessantes, einen Bremsenprüfstand. Das heißt, wir müssen mit unseren ganzen Fahrzeugen nicht zum TÜV fahren, weil die brauchen auch alle jährlich den TÜV. Ja. Wir müssen aber nicht zum TÜV fahren, sondern der TÜV kommt zu uns und da können wir die Bremsen prüfen, im Bremsenprüfstand nehmen. Wir haben auch eine Grube, ja, da sind jetzt Gitter drauf, damit man da nicht reinfällt. Aber wir haben da eine Grube, dann wird das ausgehoben. Und dann kann man sich das alles schön von unten anschauen. Der Bremsenprüfstand ist da, das heißt, der TÜV kommt zu uns. Wir machen den TÜV dann fertig und ist eine sehr, sehr praktische Sache. Da hat mein Vater sich hatte eine sehr gute Idee gehabt. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man nicht zum TÜV fahren muss, weil TÜV-Termine sind für Privatpersonen schon scheiße. Schausteller haben eh keine Zeit und vor allem zu welchem TÜV fährt man dann? Genau. Das ist ja immer woanders, ja, ja, das und macht vor keinen Dingen Sinn dann. Der Weg dann, wir fahren ja dann nicht mit 5 Transporten dahin, sondern dann kommen mal schnell 30 Transporte zusammen, ne? Ja. Dann fährt man in den Bremsenprüfstand rein, fährt den einmal über die Grube. Im besten Falle ist er dann in Ordnung und fährt dann raus und kriegt dann sein Siegel. Aber ja, das können wir hier alles vor Ort machen und das ist sehr, sehr praktisch. Also wie viele Transporte sind jetzt genau hier und wie viele passen insgesamt in die Halle? Jetzt haben wir, glaube ich, so 6 oder 7 hier drin. Es passen eigentlich so 14 Stück hier rein. Also aber 12 Transporte ist ja schon extrem viel, finde ich. Also es sind ja dann 12 solcher Länge. Plus Zugmaschinen, aber ihr habt ja noch mehr, also ihr habt ja noch eine zweite Halle, ne? Ja, wir haben insgesamt am Hangover haben wir ja 6 Transporte, an der Achterbahn sind es 7 bzw. 8, weil wir da noch einen dabei haben, den wir manchmal mitnehmen, manchmal nicht. Das sind schon mal 14, dann haben wir jetzt wahrscheinlich für einen
Für den Weihnachtsmarkt haben wir auch nochmal 15, 20 Transporte. Also nur für den Weihnachtsmarkt 15? Ja, bestimmt. Das ist aber schon extrem viel, oder? Ja, weil wir da, wir haben noch in Bielefeld viel. Wir haben insgesamt 3 Hallen. Einmal hier, einmal in der Nähe von Regensburg und einmal in Bielefeld. Da steht auch noch was drin. Wenn wir jetzt die Zugmaschinen addieren, alle Wohnwegen, die wir haben, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo roundabout bei 50, 60 Transporten, die es in der Firma Schneider gibt, ja. Das ist schon viel. Dann habt ihr ja wahrscheinlich auch so, ich sag mal, Saison-LKW-Fahrer, oder? Weil ihr könnt ja die 50 Transporte nicht selber von A nach B bringen, oder? Nein, wir haben da LKW-Fahrer, wir haben fest angestellte LKW-Fahrer bei uns in der Firma, 2 Stück, ja. Okay. Die sind das ganze Jahr für uns am Fahren. Wir haben dann aber auch Fahrer, die kommen dann aushilfsweise zu uns, ne? Die fahren uns dann eine Tour oder 2 Touren und ja. Okay, dann würde ich sagen, willst du uns erst was zum Hangover erklären und später kommen wir zu Heidi? Genau. Also auf dem Weg von London wieder heim ist mir der Reifen hier geplatzt und deswegen ist die Seite hier auch ein bisschen angekratzt gewesen und deswegen, ich habe den Reifen jetzt getauscht, habe wieder so eine Alufelge draufgezogen und ja, wir haben an dem Gondelwagen, die Gondel an sich ist eigentlich immer vom Turm, ist eigentlich das Wichtigste, ja, weil die Fahrgäste da drin sitzen und deswegen kann man ja auch sehen, hier fehlt ja irgendwas, ne? Und natürlich sind das die Sitze und die Bügel, fehlen beide. Die sind gerade beim Lackieren, sind auch schon fertig, die werden am Montag abgeholt. Und dann werden die natürlich wieder zurückmontiert. Hier haben wir den Motor, den Drehmotor, der kommt auch wieder da rein. Das ist ein ganz neuer, der da drin ist, wird überarbeitet, dass wir quasi einen Motor immer in der Hand haben. Ne? Also dieser Motor betreibt quasi die ganze Gondel, dass sie sich drehen kann. Genau, richtig, genau. Okay. Das ist ein SEW-Motor. Die Firma SEW sitzt von hier, glaube ich, 800 Meter Luftlinie. Das ist sehr, sehr praktisch. Die bauen alle Motoren von den Turm. Und den Motor haben wir jetzt schon seit einem Jahr hier. Und jetzt haben wir uns entschlossen, weil wir dieses Jahr alle Motoren vom Hangover ausgebaut haben. Da gehen wir gleich auch nochmal hin zum Mittelbau. Alle Motoren sind da ausgebaut. Und dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt gehen wir hin und tauschen den von der Gondel auch nochmal. Und ja, aber damit hoffentlich toi 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 die nächsten 10 Jahre wieder rum. Kannst du uns zu den Sitzen noch ein bisschen mehr erzählen? Weil das ist jetzt ja auch ein spannender Einblick, weil man ja mal wirklich in den Sitz reinschauen kann. Ich glaube, das sind ja dann wahrscheinlich die Bügelzylinder. Genau, oder? Das hier sind die Bügelzylinder. Die Bügel sind immer doppelt verriegelt. Ja, das ist nach DIN 13.14 auch so Vorschrift. Diese Zylinder müssen nach 7 Jahren getauscht werden. Im Jahre 2019, in Corona, haben wir die alle getauscht hier. Das heißt, die sind sowieso neu. Dann haben wir hier noch so Bolzen, die habe ich auch neu bestellt, ja, weil es bringt nichts, du kannst immer viel ausbauen und dann sagst du hier, du baust das alte wieder zurück, aber ich und mein Vater, wir sind da so, wir sagen, komm, bestell das neu, schreib das drauf, dass du das neu gemacht hast, dokumentier das, das ist auch ganz wichtig für TÜV, dass das alles immer dokumentiert ist. Hier sehen wir sehen nichts, hier ist normalerweise die Spitze drauf, also die Schrift, die Spitze ist oben zweigeteilt, Hangover. Und hier liegen die Ringe drauf und oben ist die Spitze. Die wurden auch nochmal komplett neu illuminiert. Da sind auch nochmal komplett neue LEDs reingekommen. Die Spitze wurde noch einmal komplett neu sandgestrahlt und lackiert. Und ja, da sind auch die neuesten LEDs drin. Top-LEDs, ich habe sie schon gesehen. Ich war schon in Italien, habe das Ganze schon angeguckt und das wird eine Show. Das wird top. Da freuen wir uns drauf. Also wir sind jetzt mal hier einmal rumgegangen. Jetzt stehen wir hinter Mittelbau. Hier haben wir jetzt die letzten 3-4 Tage gearbeitet. Wir haben hier die komplette Verkabelung runtergenommen, haben die einmal links rumgelegt. Und normalerweise sehen wir hier unten drunter sind die 4 Ritze. Hier ist das Seil drauf und hier sind die 4 Motoren mit Getriebe. Normalerweise. Jetzt sieht man natürlich nichts, weil alles weg ist. Wir haben alles weggebaut. Ja? Wir hatten vorher keinerlei Probleme mit Motor oder Getriebe, also wirklich 0,0. Toi, toi, toi. Und damit das auch die nächsten 10, 15 Jahre so bleibt, haben wir alle Motoren abgebaut, alle Getriebe abgebaut, Getriebe vom Motor getrennt, Getriebe, 4 Stück neue bestellt und die ganzen Motoren von der Firma SEW aufarbeiten lassen. Also das kommt komplett alles neu, dass das wieder aussieht wie neu und dass ich hier auch keine Probleme mit habe. Weil es ist ja so, wenn man im Betrieb quasi, wenn da ein Motor aussetzt, dann ist das doof, weil dann hat man Ausfallzeiten und Ausfallzeiten kosten dann dementsprechend auch immer Geld. Deswegen sind wir diesen Winter hingegangen und haben gesagt, ja, wir machen das auch neu, weil wir können die schönste Turm-LED-Beleuchtung haben
Wenn ein Motor nicht geht, dann können wir nicht spielen. Ne? Das ist ganz einfach. Und deswegen, um hier komplett auf Nummer sicher zu gehen, haben wir komplett neue Getriebe bestellt. Die Motoren werden, wie gesagt, von SEW komplett ausgearbeitet. 4 neue Ritzel bestellt. Also ich denke, das wird alles. Damit wir auch technisch immer auf dem neuesten Stand sind, damit wir auf dem höchsten Stand sind und damit da alles reibungslos läuft. Bei der Firma SEW werden die kompletten Verkabelungen neu gemacht. Da werden neue Bremsbeläge, neue Bremsen belegt in dem Motor drin, weil der Motor an sich, die Gondel an sich wird natürlich gebremst durch die Magnetbremsen, aber dadurch, dass der Motor bremst, braucht er natürlich auch Bremsbeläge. Ja, quasi die Motorbremse wird neu belegt. Hier haben wir jetzt auch noch ein altes Schützen von meinem Vater. Den hat der vor 3 Jahren erworben. Und wir wollten den eigentlich fertig machen, beziehungsweise restaurieren, weil so ein Ding, das ist ein altes Schützen, der braucht ein bisschen Restauration. Haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, weil wir tatsächlich immer irgendwelche neuen Projekte haben und immer irgendwo was Neues ansteht und immer Arbeit ist. Ich weiß nicht, wann mein Vater da mal dran gehen will, weil der ist auch immer eigentlich ein viel beschäftigter Mann. Aber vielleicht eines Tages kommen wir dazu, den zu restaurieren und dann sollte der auch wieder frisch sein. Laufen tut der, ich habe ihn gestern erst gefahren, laufen tut er, aber sieht halt nicht mehr so top aus. Aber ich denke, wenn der dann irgendwann mal restauriert ist, dann, wenn der irgendwann mal restauriert ist, dann sieht der auch wieder schön aus. So, kurze Werbeunterbrechung für den Hangover-Merch. Das Ganze ist eine Kooperation mit coasterfashion.de und ich bin Coasterfashion-Partner. Das bedeutet, ihr könnt auf eure gesamte Bestellung 10% sparen mit dem Code FREEFALLRENE. Alle wichtigen Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Also wenn ihr Interesse habt, schaut mal in die Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Also nochmal Thema Turm-LEDs. Wir stehen hier gerade quasi noch vor den alten Turm-LEDs, vor den Turmteilen, wo jetzt noch die alten Turm-LEDs verschraubt sind. Ich habe jetzt mal eine neue mitgebracht. Und ja, am Montag fahre ich nach Italien, sprich übermorgen. Da werden dann die kompletten neuen LEDs abgeholt, sowohl von der Heidi als auch vom Hangover. Das kommt dann auf den Wagen, der jetzt da vorne steht. Den habe ich jetzt schon leer gemacht und war vorhin nochmal damit tanken. Da werde ich morgen damit losfahren. Und ja, da wird dann der ganze Wagen vollgepackt mit neuem Licht. Da kommen insgesamt 2730 von diesen LEDs hier dran. Ja, die LEDs werden ein bisschen anders aufgeteilt wie bei den älteren Modellen, weil wir haben jetzt hier immer ca. so 10 cm Luft zwischen. Das haben wir bei den neuen nicht mehr. Also die neuen sind LED und dann ist da vielleicht noch eine Fingerspalte zwischen. Also die werden wirklich dicht an dicht, sodass da gar keine Lücken entstehen. Und ich denke, das wird ein Wahnsinnseffekt werden. Und ja, wie gesagt, hier über 250.000 Brennstellen insgesamt. Ja, ich denke, das sollte schon eine richtig coole Nummer werden. Das wird jetzt noch mal ein bisschen Arbeit, die zu montieren. Da werden wir den Wagen aus der Halle rausfahren. Dann werden wir die Turmteile vorne alle nebeneinander pack, 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 pack. Und dann werden wir die Stück für Stück einbauen dann, ne? Also die neuen LEDs sind ja nicht nur heller, sondern die können ja auch mehr. Also man wird nachts auf jeden Fall einen riesen Unterschied sehen dann, oder? Ich hoffe. Ne? Also die Firma Kairis ist auch eine tolle Firma. Also die haben auch schon Lichttechnik gemacht, die sehr überzeugend ist. Ich verspreche mir nur von den LEDs noch mal ein bisschen mehr. Gut, die LEDs sind auch Baujahr 2000, glaube ich, 13 oder so. Ja? Wir sind jetzt auch schon über 10 Jahre weiter. Technik also, geht schnell. Technik geht schnell ja, und Technik ja. ist... nicht gerade langlebig und ich hoffe, dass wir uns mit den LEDs, dass wir da einen richtigen Weg gehen. Die sind auch nochmal deutlich stromsparender, deutlich effektiver, brauchen viel, viel weniger Strom und ich hoffe, dass das am Ende ein gutes Bild wird, dadurch, dass wir den Catchcar dann auch nochmal mitgemacht haben. Die Spitze, ich hätte gerne, dass das ein bisschen einheitlicher wirkt. Und ja, man kann mit diesen Programmen, mit diesen LEDs kann man sehr schöne Programme laufen lassen. Man kann die schön dimmen. Das heißt, dass sie heller werden und dunkler werden. Das ging bei den alten leider noch nicht. Also die konnten auch die Farbe ändern, aber die konnten jetzt nicht quasi dunkler werden und dann wieder heller werden. Das können die also schon. Also so ein Fade-Effekt zwischen den Farben richtig, quasi genau. dann. Das können die, das sieht super aus, das sieht bombe aus.
Und ja, man kann da so Fade machen und man kann da, wie gesagt, viel mitspielen. Wir haben da noch so ein iPad. Das kann ich euch dann mal zeigen, wenn wir vielleicht noch mal ein Video machen zu den Turm-LEDs an sich. Ja. Da gibt es dann ein iPad zu. Da drückt man dann da beliebig seine Knöpfe. Und die haben wir jetzt auch schon im Bahnhof verbaut. Den einen Tag stand ich mit dem iPad hinterm Bahnhof und drückte dann da drauf. Und dann kam mein Bruder, was hast du denn da? Ich sag, ja, hier, guck doch mal, mach doch mal hier, drück doch mal drauf. Und der wusste das gar nicht, dass das überhaupt funktioniert. Und ich habe es ihm gezeigt. Und genauso kriegen wir das auch am Turm. Da kann man die Helligkeit, den Speed, die Programme, ne? Und kann da auch eigene Programme erstellen. Also der Heidi-Bahnhof kriegt dieselben LEDs von derselben Firma mit demselben System. Also genau, habt ihr das genau. Denn noch der Heidi-Bahnhof, der steht ja vorne an der Straße. Da können wir gleich auch nochmal hingehen. Ja, machen wir. Der hat schon neue LEDs. Ja, ich weiß nicht, wie oft wir darüber schon gesprochen haben. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, in Hamburg hatte der... Nee, in Hamburg hatte der die noch nicht. Nein. In Dublin, wo wir jetzt mit der Achterbahn waren, hatte er die das erste Mal dran. Okay. Und in der Achterbahn von der Heidi sind die LEDs, diese Runden drin und dazwischen sind auch immer Blitzer drin. Und dadurch entsteht ja. sehr viel Leben im Bahnhof. In den Bahnhof kommen auch nochmal LEDs rein. Und ja, die Firma Lights & Co., mit denen arbeiten wir jetzt schon seitdem wir die Achterbahn haben und auch schon davor mit zusammen. Und ja, tolle Firma. Ne? Wir sind damals auf die Firma gekommen, weil, kann man ja auch mal verraten, wir haben eigentlich immer geguckt, wer hat das schönste Licht. Also man schaut natürlich auch nach links und rechts, ne? So doof, wie sich das anhört. Und für mich hatte jahrelang das schönste Licht tatsächlich die Firma Kipp, der Willi Kipp an seinem Europarad. Der hatte wirklich immer die tollsten Lampen, da hat alles funktioniert, die Programme waren schön. Und dann war mein Vater auf der Messe und hat dann die Firma kennengelernt. Und seitdem ist das eigentlich unser Ansprechpartner, wenn es um Lampen geht. Wirklich flexible, tolle Firma. Und ja. Heißt ja auch, wenn Dublin der erste Stopp mit den neuen LEDs war, dass viele deutsche Kirmes-Fans sich noch auf Heidi und Hangover freuen können, weil die kennen ja bei der Heidi die neuen Lampen dann auch noch nicht. Genau. Und bei also der Heidi haben wir auch nochmal neue LEDs an den Maibäumen. Auch nochmal, das sind tatsächlich die gleichen, wie an den Turm drankommen. Okay. Ich denke, das sollte auch nochmal ein toller Effekt werden, weil die Maibäume fanden wir immer sehr, sehr schön, nur waren ab und zu mal so ein bisschen dunkel und wir mussten uns da was überlegen. Und ich denke, mit den LEDs da jetzt an den Maibäumen, das sieht auch nochmal toll aus. Und ja, wir haben immer irgendwelche neuen Ideen und es wird nicht langweilig, sagen wir mal so. Ne? Das glaube ich. Da wird sich schon was finden und Nürnberg als erster Platz lohnt sich dann ja doppelt, weil Heidi und Hangover sind da. Heidi erster Platz und Hangover sind da. Doppelplatz ist doch immer ziemlich besonders eigentlich für den Schausteller, das ist, oder? Das ist schön. Wenn man mit beiden Geschäften auf einer Veranstaltung steht, ist immer was Besonderes. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Das hatten wir einmal in London, das hatten wir schon mal in Bremen. Krange auch Krange, einmal. Ne? Ja. Das sind immer Highlights für uns. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist immer toll. Weil dann bin ich auch mit meinen Eltern zusammen. Ne? Mein Bruder ist dann auch da. Ob das so schön ist, ist wieder was anderes. Aber zwei Geschäfte mit neuer Beleuchtung, die heben dann die Laune. Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir haben auch natürlich wieder das Twin-Ticket. Ja. Und da kann man richtig Geld sparen, ne? Und ja, das wird natürlich auch wieder angeboten bei uns. Sehr schön. Top. So, jetzt sind wir ja eigentlich vorne in unserem Arbeitsbereich. Hier haben wir unser Werkzeug, hier haben wir unsere Maschinen, hier haben wir unsere Farben, hier haben wir unsere Sprays, hier haben wir noch Arbeitshandschuhe, Plastikklötze, Expander, Schrauben haben wir da noch Unmengen, Muttern haben wir da noch Unmengen, da haben wir noch viel Material, wenn wir was bauen, Paletten etc. pp. Und also die eigentliche Werkstatt hauptsächlich eigentlich. Ja, eigentlich die eigentliche Werkstatt. Die Werkstatt ist jetzt gerade so ein bisschen umgebaut, weil wir haben hier so eine kleine Arbeitsstätte gebaut für die Gondeln. Ja? Wir haben immer die Gondeln hier reingestellt und von der Achterbahn und haben die immer bearbeitet. Da kann euch gleich mein Bruder was zu erzählen. Wir haben das immer so ein bisschen aufgeteilt. Da ist zum Beispiel Kfz, da steht auch immer drauf, Kfz, LKW-Anhängerersatzteile. Ne? Da oben drauf liegen auch ein paar Luftzylinder etc. pp. Hier, wie gesagt, haben wir Arbeitshandschuhe drin. Hier die Ecke ist meistens nur für Farben. Also hier die Ecke geht nur für Farben. Da stehen auch noch Farben drunter
Hier sind noch Farben und Lacke drin. Ne? Hier sind noch ganz viele Bierkrüge, weil da machen wir unsere Farben rein. Das hätte ich auch gesagt. Da hier kommt Farbe rein, klar. Hier haben wir noch ein paar Sprays, noch ein paar Arbeitssprays, was man so gebrauchen kann. Ne? Und Politur ist hier zum Abkleben was. Ne? Wir haben ja ganz in der Firma haben wir ja nicht so viele Farben. Also wir haben meistens immer unser Peugeot, das ist dieses Grün-Blau. Damit lackieren wir viele Anhänger-Auflieger. Dann haben wir natürlich für den Turm das Rheinweiß und das Verkehrsgelb, was der Turm auch ist. Und für die Achterbahn haben wir halt unsere Blautöne, ne? Blau- und Weißtöne. Ne? Hier haben wir ein Schweißgerät. Da haben wir nochmal was geschweißt. Ein, zwei Paletten haben wir neu gebaut. Was haben wir hier noch liegen? Hier haben wir Maschinen drin, ne? Heidi-Sticker. Hier haben wir noch eine Auflistung, was wir hier an Maschinen drin haben. München Halle, was hier drin sein muss. Ja? Das kontrollieren wir auch eigentlich immer noch mal jeden Samstag, was dann hier drin ist. Und ja, hier haben wir noch einen großen Schweißtisch. Der Schweißtisch steht normalerweise nicht hier so in der Halle drin, weil normalerweise kommt man an so einen Schweißtisch am besten von allen vier Seiten dran. Aber das hat sich jetzt so angeboten, weil wir müssen hier in der Halle natürlich auch immer schauen, dass man ein bisschen Platz hat, um die Fahrzeuge hier reinzustellen. Ne? Und leider haben wir ein bisschen Platzmangel. Also die Halle könnte ruhig viermal so groß sein. Und wenn man ein bisschen wenig Platz hat, ist das meistens doof. Ne? Ja, dann geht es hier nochmal weiter. Hier haben wir noch eine Säge stehen. Hier haben wir noch eine Standbohrmaschine stehen. Hier haben wir noch ein Alu-Schweißgerät stehen. Das ist nochmal ein Schweißgerät hier. Das ist nochmal eine kleine Säge. Hier das Ganze haben wir fünfmal in der Halle. Ja. Immer einmal 32 Ampere, 220. Direkt Luftanschluss, Wasser, dass man nicht jetzt immer irgendwo hingehen muss und das Wasser ziehen muss. Das hängt einmal da, das hängt einmal links, einmal rechts. Also das ganze Ding haben wir fünfmal in der Halle bei uns. Ja? Dass man jetzt quasi, egal wo man arbeiten will, geht man hin, alles klar, gibt man den Luftschlauch her, zack, legst du hin und hast dann sofort Luft. Das ist super praktisch. Ja, den großen Kompressor, der steht oben rechts. Vor allem, die sind ja auch extrem viele schwere Sachen. Ich kann mir auch gut vorstellen, so ein Schlauch geht ja auch schnell kaputt, ne? Wenn man durch die ganze Halle legt oder so und dann irgendwas da drauf. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und besonders praktisch ist das ja, wenn du Strom brauchst. Ne? Also Strom musst du dir dann von vorne ziehen oder so. Dann ist das schon praktisch, wenn du jetzt hier jetzt Strom brauchst, gehst du hin und sagst, hier, alles klar, hast du Strom, fertig aus. Ne? Ja. Und hier haben wir nochmal einen 63 Ampere Stecker. Den haben wir tatsächlich nachgerüstet damals. Weil der Turm, der Hangover für die Hydraulik braucht 63 Ampere. Und wenn wir jetzt mal hier in der Halle irgendwas machen wollen, beispielsweise die Ausleger ausfahren, die müssen wir auch oft ausfahren, weil wir die Bolzen der Ausleger überprüfen lassen müssen. Dabei müssen wir die natürlich rausnehmen. Und dann haben wir uns damals den 63 Ampere Stecker hier hingebaut. Und ja, das sind alles so kleine nützliche Sachen, die man aber braucht. Und was wir hier sehen, ja, stehen wir jetzt hier drauf. Das ist quasi der Bremsenprüfstand. Da oben ist das Sysway dafür. Da oben das Blaue. Da sieht man genau, ob jetzt die Bremse richtig bremst von den Anhänger, Auflieger oder von der Zugmaschine. Und damit kann man, wie gesagt, sein TÜV der Fahrzeuge hier machen. Also da geht es jetzt nicht um den TÜV für die Fahrgeschäfte, sondern wirklich von den Fahrzeugen. Ne? Also das machen wir dann meistens hier. Das dauert dann meist eine Woche. Und dann ziehen wir da 30, 40 Fahrzeuge drüber. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja so viele Fahrzeuge, das wird ja ewig dauern, immer hin und her zu fahren. Ne? Ja, aber, ja. Aber natürlich. So ein Test dauert doch bestimmt auch fast den ganzen Tag, oder? Oder wie lange dauert das von Fahrzeug reinfahren? Das kommt natürlich immer darauf an, was das für ein Fahrzeug ist. Ne? Also je nachdem, wie viele Achsen, wie viele Bremsen. Also eine Maschine, eine ganz normale Zweiachser-Maschine, eine neue am besten noch, ist da recht schnell wieder drunter. Ja? Da gehen die Bremsen, alles klar, funktioniert. Okay, dann guckt man sich das Fahrzeug von unten an, läuft alles, ist alles okay und dann geht das dann auch recht schnell wieder vor der Bühne. Also man braucht jetzt nicht für eine Zugmaschine einen Tag, ne? Da kriegst du auch manchmal 3, 4, 5, 6 vielleicht auch fertig. Ne? Okay. Wir haben jetzt die letzten Wochen viel Heidi-Gondeln gemacht. Ja. Und 2 Stück stehen noch draußen. Ich werde gleich mal meinem Bruder Bescheid geben, dass der euch da ein bisschen was zeigt. Da stehen noch 2 Container. Daraus wird gerade noch ein neuer Mannschaftswagen gebaut. Damit müssen wir dann auch anfangen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte gerade sagen, und es ist noch knapp ein Monat. Also es klingt nicht nach ein bisschen so weniger. Ein bisschen weniger wie ein Monat noch.
Am 30. müssen wir aufhaben in Nürnberg. Wir haben noch Arbeit, sagen wir mal so, aber ich denke, das kriegen wir alles hin. Ich bin guter Dinge. Ich bin auch sehr optimistisch, aber es klingt auch stressig. Werden die letzten Wochen dann jetzt nochmal besonders stressig? Ja, was heißt stressig? Also es wird sehr arbeitsintensiv und stressig wird es erst dann, wenn man irgendwas falsch macht oder wenn man irgendwas falsch geplant hat. Ne? Und ich hoffe, dass wir alles richtig geplant haben, dass wir da alles richtig machen. Und ja, ich denke, das sollte eigentlich alles hinzukriegen sein. Ja, und hoffen dann mal, dass Nürnberg die Veranstaltung sehr gut wird. Das hoffen wir auch. So, wir sind jetzt vor die Halle gegangen. Bei mir ist Ewalds Bruder Walter. Hi. Servus. Und du hast uns was zu Heidi zu sagen. Genau, wir haben die Zylinder gewechselt innen drin, damit die Bügel schneller, schöner, sanfter aufgehen. Die kriegen wir jetzt hier auch neu. Die sehen ja auch nicht mehr so gut aus. Also die Gondel wird wieder richtig auf Vordermann gebracht. Sehr gut. Wir haben jetzt weiße Gondeln, braune Gondeln. Bleibt das so? Also wollt ihr das so halb beibehalten? Nicht so. Wir haben leider nicht die Zeit gefunden, die weißen Gondeln jetzt nach Frankreich zu bringen, nach Remmershot zu bringen, weil die haben dafür länger gebraucht, als wir gedacht haben. Okay. Wir waren ja noch in Dublin. Richtig. Das ist ja in das Jahr, heute dieses Jahr reinging. Wir bringen die ungefähr im November, Dezember nach Frankreich und dann haben die ja genug Zeit, hoffentlich die fertig zu machen für die Saison. Also weiß ist eine Übergangsfarbe, soll auch braun werden wie die alten Gondeln quasi dann? Oder? Ja, ein paar neue Ideen haben wir schon da. Also wir machen es nicht genau gleich, da wird schon eine andere Farbe herkommen, aber so in die Richtung wird es schon gehen. So ist es nicht. Okay. Genau. Das sind ja alles hier nur Aufkleber. Dann wolltest du uns auch noch was zum Bahnhof erzählen, wollen wir eben rübergehen? Wir können eben rübergehen, genau. So, wir stehen jetzt hier vor unserem Bahnhof, da haben wir auch ein paar Veränderungen vorgenommen. Wie ihr sehen könnt, haben wir die neuen LEDs bekommen. Die werden Nürnberg-Premiere feiern. Wir kriegen noch mehr LEDs an den Bahnhof dran, an der Markise. Wenn die ausgeklappt ist, die werden ungefähr im Laufe der Saison noch dazustoßen. Ja, ich würde sagen, ich habe euch jetzt fürs Erste alles gezeigt hier, was Vielen es Dank. Hier Interessantes gibt. Und falls noch Fragen da sind. Ja, die Frage gebe ich an euch gerne weiter. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die YouTube-Kommentare. Ich kann das gerne weitergeben, falls wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Aber wir haben jetzt ganz viel gezeigt, ganz viel erklärt. Also ich glaube, niemand kennt die Halle besser als die Leute, die sich das Video angeschaut haben. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, ich bin froh, dass ihr mal gekommen seid hierhin. Gell? Dass du uns herzlich eingeladen hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten YouTube-Video. Bis dahin und ciao und vielen Dank nochmal. Gerne.